Da sollte man auch mal deine Ohren lang ziehen, ja? Okay. Ne, alles gut? Aber von unten nach oben in den Steißbein. Achtung, guck mal hier. Erste Mal deine Wirbelsäule gespürt. Ja. Gar nicht, dass ich mich da einrenken kann, aber gut. Ich bin so neu. Okay. Hi, ich bin Lilena Polab, ich komme aus Berlin, ich bin DJ und bin jetzt hier nach Darmstadt gekommen zum Gökhan, weil ich seine Videos auf TikTok verfolgt habe und dadurch, dass ich die ganze Zeit am Auflegen bin und die ganze Zeit eher gekrümmt dastehe und nach unten schaue, habe ich große Rückenprobleme und dachte mir, ich komme einfach mal vorbei und lass mich mal behandeln. Also sowas hast du noch nie gemacht, ne? Nee. Das erste Mal heute. Erste. Knackst du selber auch, Lena? Ja. Ich mache das immer morgen meistens. Morgens? Ja. Was denn? Ich lege mich auf den Boden mit dem Rücken und werf dann einfach meinen Körper. Wir gehen mal kurz mal in die Theorie rein, ja, dass du so verstehst, wie die Körper so aufgebaut ist, vor allem die Wichtigkeit von der Wirbelsäule. Das ist mir wichtig, das eigentliche Einrenken wird nicht lange dauern. So, ich zeige dir mal kurz die Wirbelsäule. Und zwar hier. Die Wirbelsäule, die ist hier aufgeteilt in vier Bereichen. Steißbein, Lendwirbel, Brustwirbel und die Halswirbelsäule. Okay, das Ding drehen wir jetzt hier mal um. Das ist die Bauchansichtsweise. Die Knochen, die nennt man ja Wirbel, deswegen heißt das ja Wirbelsäule. Okay? Und zwischen den Wirbeln haben wir unsere Bandscheiben. Warum haben wir die? Dass wir eine Dämpffunktion, eine Schmierfunktion und eine Neigfunktion haben. Okay? So, und die Dinger, die musst du hegen und pflegen. Und da gibt es drei Faktoren, die eine große Rolle spielen. Der erste Faktor ist die gesunde Ernährung. Wegen den Vitaminen und wegen den Mineralien. Der zweite Faktor, der wird am meisten vernachlässigt, Nena. Und das ist das Wassertrinken. Wieso Wassertrinken? Weil das alles Wasserspeicher ist. Und wenn du zu wenig Wasser trinkst, dann wird das porös und dann wird das schwach. Das ist genauso wie beim Schwamm. Okay? So, und der dritte Faktor, der wird auch am meisten vernachlässigt. Und das ist das Dehnen. Dehnen, dehnen, dehnen. Warum? Weil die Art, wie wir leben, hat sich dramatisch verändert. Wir gucken den ganzen Tag nach vorne und nach unten. Das, was du ja selber auch schon gesagt hast, als DJ, ne, sitzt du dann da und dann machst du so und dann hast du immer diese, das ist genau wie bei den Friseuren oder bei den Mädels, die zum Beispiel Wimpern machen. Ne, die ganze Zeit nach vorne gebückt und was tut man dagegen? Nichts. Und was entsteht dann irgendwann? Der Druck wird immer mehr. Okay? Schau mal hier. Nochmal kurz rangezoomt. Wirbel, Wirbel, Wirbelsäule, zwischen den Wirbeln die Bandscheibe. Okay, im Laufe des Tages, so wie bei mir auch, so ab 15, 16 Uhr, merke ich, der Druck wird immer mehr. Okay? Deswegen geht man immer mehr so in den Buckel rein. So, und was unternimmst du dagegen? Nichts. Also solltest du bewusst das so machen, dass du es wegdehnst. Ne? Aber was machen wir? Wir legen uns dann kurz hin. Durch das kurze Hinlegen wird dann der Druck dann weg. Aber wenn du das bewusst machst, dass du das dann die Wirbelsäule auseinanderziehst, ja, da gibt es ganz einfache Übungen, zeige ich dir mal so zwei, drei. Und dann noch mit Vitaminen, also mit den Nährstoffen, versorgst und auch Wasser dann dazu nimmst, dann wird das stabiler. Okay? So, und diese gelben Dinger hier, das sind unsere Nerven hier. Und jeder Nerv ist an einem bestimmten Organ verbunden. Das siehst du hier. So, und wenn du da eine Versorgungsunterbrechung hast, weil du nämlich eine Blockade hast oder eine Verkrampfung hast, Muskel drückt zu, drückt auf den Nerv und der gibt dir ein Signal und du denkst, du hast irgendwas am Herzen beispielsweise. Das kommt meistens, Achtung, von diesem Bereich hier. Okay, das ist zwischen den Schulterblättern. So, und dann gibt dir ein Signal da oben und hier siehst du, was für organische Beschwerden auftauchen können. Hier sind die Versorgung der Organe und hier sieht man, was für organische Beschwerden auftauchen können. Und Gott beschütze, wenn das sehr lange ist, das heißt seit Monaten, seit Wochen, seit Jahren machst du da rum, dann können auch psychische und seelische Beschwerden auftauchen. Okay? Und das sieht man hier. Bist du oft müde? Ja. Auch daran liegt, dass ich viel unterwegs bin, oft lange wach, aber... Eher nachtaktiv, wegen dem Auflegen ja, und so? Ja, meistens nachts auflegen. Okay, was ist mit deiner Vergesslichkeit? Hast du das Gefühl, dass du in der letzten Zeit vergesslicher geworden bist? Ich bin schon immer vergesslich. War schon immer so vergesslich? Schon immer so. Seit der Geburt. Seit. Ja. Wie sieht es denn aus? Nimmst du irgendwelche Medikamente zu dir? Nee. Keine Medikamente, kein Blutverdünner, Antidepressiva, Schlafmittel, Drogen oder sowas nimmst du keine? Bist du Vegetarierin oder Veganerin? Gar nicht. Okay. Alles original, nichts vergrößert, nichts verkleinert, also. Kein Silikon, kein Metall, keine Schraube, kein Holzbein, Glasauge. Sonst hol's raus, da tu mal kurz mal hier in den.
Okay, gut, dann fangen wir an. Knackst du selber auch, hast du gesagt, ja? Ab und zu mal oder öfters? Jeden Tag, also jeden Morgen, aber nur meine Wirbelsäule. Hinten nur? Ja. Ja. Sehr gut. Yes. Oh. Okay, merkst du, ja? Ja. Ist nicht so stabil, wie man sich das so vorstellen sollte, ja? Ist so ein bisschen schwach. Ja. Vielleicht doch noch ein bisschen mit Nährstoffen helfen, unterstützen, ja, dass das normal ist, ja. Mhm. Gut. Gut, alles okay? Ja, alles super. Schmerzen? Keine Schmerzen, ne? Alles klar. Tut das weh? Ja. Was ist hiermit? Rechts ein bisschen mehr. Rechts ein bisschen mehr. Bist du Rechtshänderin? Ja. Okay, mach mal einen Buckel nach vorne, bitte. Was ist denn hiermit? Geht? Weiter oben dran ein bisschen. Hier oben, ne? Ja. Hier? Nee. Hier geht's. Ja. Ja, da ist nichts. Aber eher so die rechte Seite. Ja, rechte Seite. Okay. Ich zeig dir mal eine Übung. Die Hände mal ausstrecken, bitte. Mhm. Geht's? Mhm. Gut. Jetzt dreh deine Hände mal nach hinten. Komplett nach hinten, soweit es geht. Gut? Mhm. Komm mal weiter nach hinten. Hm. Spürst du's? Mhm. Du spürst das. Ja. Bleib bitte so und jetzt drehst du die Hände in die andere Richtung. Soweit es geht, schön strecken. Das, was du spürst, ist gerade verkürzt. Und nochmal zurück. Die Übung, die nennen wir jetzt einfach mal Bollywood-Übung. Jetzt drehst du die linke Hand in die andere Richtung, komplett einmal rotieren. Merkst du, es zittert ein bisschen? Ja. Ja, das liegt nämlich daran, weil du jetzt endlich Muskeln ansteuerst, die du lange nicht benutzt hast. Jetzt dreh das mal komplett um, einmal rotieren und nochmal. Sehr gut, alles klar? Mhm. Gut, jetzt beide wieder nach hinten, beide nach hinten. Weiter nach hinten, komm, und nach oben. 3, 2, 1 und loslassen. Ich werde die jetzt hier reinbatzen. Okay, das wird ein bisschen wehtun. Okay. Meinst du, das hältst du aus? Ja. Hältst du aus. Ich schreie, wenn es nicht mehr Du kannst geht. Ruhig schreien, lass ruhig alle Emotionen raus, okay? Und zwar hier. Kopf runter bitte. Nach rechts drehen. Richtig nach rechts. Jawohl. Und nach links drehen. Und komm wieder hoch. Ein- und ausatmen. Alles okay? Ja, alles gut. Merkst du, wie schön warm es gerade wird? Ja. Das fließt so schön, ne? Mhm. Und das ist das, was ich meine. Gut, dann gehen wir mal jetzt hier mal an deinen linken Arm. Achtung. Und hier. Jawohl. Und. Gut. Hat gezogen, ne? Mhm. Hier. Hier oben. Ja. Gut, das Gleiche machen wir jetzt hier auf der Seite auch. Schön locker lassen. Achtung. Und. Jawohl. Und. Achtung. Jawohl. Zack. Alles gut? Ja, alles gut. Jawohl. Wenn du schon extra aus Berlin hierher gekommen bist, ja, dann sollte man auch mal deine Ohren langziehen. Oh. Lass ruhig raus. Das tat mir weh. Merkst du, wie schön das fließt? Mhm. Hm? So schön Hitze und so, ne? Schön warm. Gehe ich dir mal hier mal ganz kurz dran. Achtung. Lass ruhig die Emotionen raus, brauchst dich nicht zu verstellen oder so. Und was hast du da jetzt genau gemacht? Da gibt es Faszien und Muskulaturen, die man so zieht. Okay. Und dann lösen sich die Blockaden. Okay. Und das kann man nicht beschreiben, oder? Nee. Schwer, es ist halt warm, ja, wie so eine Durchblutung. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das fließt so schön. Ja. Manche empfinden das anders als wie die anderen. Ich habe sogar Patienten, die sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Augenlichter ein bisschen heller geworden sind. Ja? Ich merke so, ich sehe so alles so trübe. Ja? Und wenn man dann das befreit und die Durchblutung anregt, kann es sogar durchaus sein, dass man sagt, oh mein Gott, irgendwie ist alles so ein bisschen heller geworden. Ja? Man kann das auch hier kurz darstellen. Schau mal hier, siehst du das? Ja. Okay, dreh es mal hier kurz rüber. Ja, und das spüren viele. Gut, dann guck mal bitte auf die linke Seite. Soweit es geht. Mehr geht nicht? Doch, so. Okay, ein bisschen anstrengend, ne? Mhm. Strengst dich ein bisschen an. Guck mal nach rechts. Ja, man merkt, du strengst das ein bisschen an. Okay, guck mal nach links bitte, ja? Bleib einfach so locker, ja? Guck mal hier. Jetzt ging schnell raus. Das ging so schnell. Unerwartet. Hat es wehgetan? Okay. Nee. Hat nicht wehgetan. Ist nur so ein komisches Gefühl, ne? Ja. Okay, dann guck mal nach rechts bitte. Schön locker lassen. Genau hier. Okay.
Alles gut? Ich wusste gar nicht, dass ich mich da einrenken kann, aber gut. Nee, fühlt sich gut an. So, jetzt mach mal einen Schulterblick. Das geht leichter. Ist nicht mehr so anstrengend, ne, dass du dich so nach hinten anstrengst, sondern es geht einfach viel leichter jetzt. Ja. Ne? Du nimmst jetzt die Hände bitte auf deinen Nacken. Hier auf deinen Nacken. Mhm. Ineinander die Finger. Perfekt. Okay, pass auf, Nena. Nicht zudrücken, bleib einfach locker, okay? Mhm. Tief einatmen und tief ausatmen. Komm. Achtung. Achtung. Einatmen, ausatmen. Alles gut? Ja, alles gut. Hat es wehgetan? Nee, das hat nicht. Brust oder sowas? Mm-mm. Beim Drücken hat nicht wehgetan. Okay. Heißt du eigentlich DJ Nena? Nena Polab. Nena? Nena Polab heiße ich. Nena Polab. Genau. Googelt mal, Nena Polab. Zieht, ja? Mm. Guck mal hier und hier. Achtung. Achtung. Und? Hast du gehört? Mm-mm. Lebst du noch? Sie lebt noch. Kennst du die? Mm-hmm. Hast du sowas? Nee, meine Eltern haben sowas. Okay, pass auf. Jetzt gehe ich an deine Hüfte dran, ja? Ja. Und zwar hier. Alles gut? Ja. Los. Liegen bleiben. Okay. Wollen wir kurz Pause machen? Oder können wir weitermachen? Alles gut? Hat's wehgetan? Nein, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich lache. Ja, das sind so ein bisschen Emotionen, die hochkommen. Ja? Lass es raus, nicht unterdrücken. Okay. Hast dich wieder gefangen, ja? Okay, mit dem Gesicht da rein, bitte. Okay. Und wir können auch kurz warten. Ne? Alles gut. Alles gut? Alles gut. Da. Ach, auf was du dich hier eingelassen hast, ne? Ja. Hast gedacht, du kommst hier so zur Wellnessmassage. Macht ja viel Spaß. Nena, alles gut? Okay. Warte mal 2 Minuten. Willst du was trinken? Ja, bitte. Ja? Warte mal, wo habe ich denn ein Glas? Ja, Wasser habe ich draußen. Ich bringe mir auch was zum Trinken. Sie hat ein Lachflash gerade. Ich gebe ihr mal ein bisschen Wasser, dass sie zu sich kommt. So, nicht verschlucken möchtest. Geht's? Okay, ich geh raus. Ich guck dich nicht an. Hast du das öfters, dass du so ein Lachflash kriegst? Heute erste Mal, ja? Es gibt Menschen, die weinen. Ja. Die fangen an zu weinen, weil einfach diese Emotion einfach sich befreit. Manche lachen, wenn die Schmerzen haben. Mhm. Ne? Das ist einfach, der Körper reagiert und jeder ist einzigartig. Da gibt es welche, die, weil die sich die ganze Zeit aufregen und dann lachen die, dann sagen die, ja, ich lache eigentlich, weil ich mich gerade aufrege oder so. Ne? Und du reagierst gerade, hast keine Schmerzen, ne? Keine Schmerzen. Ja. Und durch diese starke Impulse sind wir ganz tief eingedrungen in die untersten Faszien, vor allem im Beckenbereich, hast du noch nie so erlebt gehabt. Ja? Ja. Aber du merkst, wie befreiend das danach ist. Ne? Diese Anspannung, die lässt halt nach. Ja. Dann kurz einatmen und tief ausatmen. Und raus, jawohl. Alles klar? Ja. War gut, wa? Ja. Und nochmal. Kurz ein und tief aus. Und nochmal. Und aus. Und nochmal und raus. Einmal noch, komm. Und raus damit. Alles gut? Mhm. Nena, ich gehe dir kurz an deinen Bobbes dran, ja? Und zwar von unten nach oben in den Steißbein. Achtung, guck mal hier. Gut. Hat das wehgetan? Nee. Sehr gut. Du wirst jetzt deine Beine zumachen, okay? Mhm. So fest du kannst. Und ich werde dagegen drücken. Komm, okay. Mach mal zu, richtig zu. So, okay, dann mal tief einatmen und ausatmen. Gut.
Gut, da ist nichts mehr. Damit umarmst du dich, Füße strecken und mit dem Poppes hier nach vorne. Komm, so bleiben. Alles okay? Schön warm. Ich weiß noch nicht, was kommt. Jetzt machen wir diese Rotation, was du ja zu Hause immer machst. Aha. Nur ein bisschen professioneller. Den Bein bitte hier vorne hin, so bleiben. Die Hand, die gibst du mir, die ziehe ich jetzt hoch und du lässt die Schultern nach hinten fallen. Okay. Genau so, okay? Umarm dich, perfekt. Alles okay? Wichtig, das Ausatmen, okay? Dann mal tief einatmen und ausatmen. Jawohl. Gut, dann mal tief einatmen und ausatmen. Jawohl. Hast du die Socken aus Istanbul oder was? Ha? Bei dem einen steht Nike und bei dem ist schon... Das sind zwei verschiedene. Zwei verschiedene. Hier steht Adidas. Eine Marke kann ja jeder, ja? Deswegen hat die Nena so zwei Marken hier, so Nike. Oh, warte mal, hier steht aber Reebok unten drauf. Hä? Wer kann schon drei? Wer kann schon drei? Also Socken aus Istanbul. Okay, ich gehe dran, ja? Ja. Achtung, Nena. So, okay, alles klar? Ja. Gut, reicht. Super. Lass locker. Oh, oh ja. Yeah. Lass locker, bitte. Oi, 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 oi. Und funktioniert der noch, Nike-Fuß? Guck mal, wie sie da liegt. Wie sie da liegt. Also, pass auf, du kannst dich sowieso nicht dagegen wehren. Versuch's wenigstens zu genießen. Guck mal hier. Magst du das Geräusch? Ich auch. Oh, yes. Okay, so die Beine anwinkeln bitte. Ich werde hier reindrücken und du wirst nach außen drücken. Komm, drück mal nach außen. Komm schon ein bisschen fester. Jawohl, sehr gut. Okay, und jetzt nach innen drücken. Warte, 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 warte. Je, warte jetzt. Komm, drück. Zack. Ja, hast du es gespürt? Gar nichts gespürt. Gut. Achtung. Gut. Alles in Ordnung? Gut, also nur noch mit der Nase tief einatmen. Komm, und mit der Nase ausatmen. Perfekt. Und nochmal ein und aus. Ich ziehe ein bisschen und nochmal ein und aus. Perfekt. Und nochmal. Es kann sein, dass, wie gesagt, jetzt Emotionen hochkommen. Ist alles in Ordnung, okay? Erste Mal, ne? Erste Mal mal deine Wirbelsäule gespürt. Ja. Wie so ein Reißverschluss. Gib mir deine Hand bitte, die andere Hand auch. Ich helfe dir jetzt, dich hinzusetzen, okay? Es kann sein, dass du so ein bisschen Stony Mahoney wirst, aber das ist normal. Gut, 3, 2, 1, komm, Bismillah. Hopp, kurz warten. Kurz warten. Geht's? Ja. Und ich bin so neu. So neu. Ja. Einmal auf Werkseinstellung zurück, ja? Hast du irgendwo Schmerzen? Gar nicht. Das ist gar nicht anstrengend, sich irgendwie aufzurichten. Das ist alles so wie aus Gummi. So ohne Widerstand. Ja. Und? Und? War sehr gut. War sehr gut. Ich hatte voll Angst davor, vor der Behandlung. Okay. Weil ich es aber noch nie gemacht habe. Und ich hatte auch Angst, dass es Schmerzen sind. Aber überhaupt nicht. Und ich fühle mich jetzt sehr, sehr so befreit, entspannt. Fühlt sich gut an. Ja. Druck ist weg, ja? Der Druck von oben. Ist weg, ja. Wo man davor gar nicht gemerkt hat, dass da irgendwie ein Druck ist, merkt man das jetzt erst, wo er weg ist. Hast du ein Lachflash gekriegt? Ja. Es kam einfach so raus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich lachen muss, aber kann man nicht kontrollieren. Wir haben uns davor ja auch schon darüber unterhalten gehabt, ja, ne? Dass dann auch Emotionen ausbrechen können. Ja. Lachen, weinen. Ja. Und das war dann bei dir halt so, dass dann auf einmal, wie 10 Minuten lang, ne? Wir haben zweimal Pause gemacht. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich sehr gut. Ich hoffe, dass es noch lange anhält. Bitte, danke für dein Vertrauen, dass du da warst und viel Erfolg noch. Danke dir. Kurz noch vielleicht deinen Accountnamen, dass die Leute dich vielleicht auch folgen können. Genau, auf Instagram und TikTok heiße ich Nena Polab. Genau. Okay, Nena Polab, DJ aus Berlin. Yes. Gut, also. Danke dann noch dir. Mal. Ich Vielen hab Dank. Zu danken. Mach's gut, ja? Mach's gut. Gut, tschüss. Ciao.